Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu Dead or Alive, oder dem Daily Dead or Alive Venus Vacation. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal eine Stunde Zeit und gehe eine Runde an den Strand, bevor ich dann umbauen muss für den Stream später. Denn ich habe es tatsächlich aufgrund dessen, dass ich gestern ja unterwegs war, nicht wirklich geschafft, groß ins Spiel reinzugucken, und das können wir jetzt ja zusammen machen, und wir müssen ja noch so das ein oder andere machen, und ja, genau, das ist so der standardmäßig geile Plan jetzt. Also war der Gedanke zumindest. Ah ja. Wahrscheinlich werden jetzt auch meine Login-Boni resettet, weil ich... Oh, oder vielleicht auch doch nicht. Weil ich es gestern ja nicht geschafft habe, wollte ich sagen. Aber hat sich soeben erledigt. Und heute ist furchtbar kalt. Mir mal aufgefallen. Ich habe tatsächlich heute die Heizung an hier drin. Es ist furchtbar. Wie innerhalb von nicht mal einem Monat es so weit nach unten geht, temperaturtechnisch. Also ich hier drin fast erfriere. Wo ich doch noch weggeschmolzen bin vor einiger Zeit. So, gucken wir mal, was auf uns wartet. Erstmal müssen wir mal gucken. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss zu meiner Schande gestehen, auch ich sitze momentan halt echt komplett ohne Make-up und alles hier. Ich habe nicht die Zeit gefunden, nach Hause zu gehen, jetzt eben kurz. Ich hoffe, dass ich das später noch schaffe, bevor ich mich dann dem Crew-Stream widme. Wobei ich auch sagen muss, ja, ich merke heute so ein bisschen, ich habe, glaube ich, erhöhte Temperatur. Zumindest fühlt sich so an. Vielleicht ist halt deshalb auch mein Hitze-Kälte-Empfinden so komisch. Also möglicherweise. Potenziell vielleicht. Ja, komm, machen wir es einfach nochmal. Und das kommt mir nur so vor, ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich würde es anders aussehen, wenn hier mehr Licht wäre, ne? Aber die Behandlungen kommen auch ganz gut voran. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt schon mache. Oder ob ich jetzt einfach mal gucke, ob nächste Woche die Cosplays vielleicht schon da sind. Nämlich gestern wurden die Lucy-Cosplays verschickt. Ich bin halt schon tempted, tatsächlich. Dass ich doch tatsächlich später ein wenig Lucy darbiete. Ich bin mir aber noch unsicher. Guck mal, ich habe noch 100 paid. Ja, vor allen Dingen steht halt das Studio noch so, wie es vor, wie es halt auch bei Captain Tsubasa war. Das müsste ich dann halt mal eben auch noch zurückbauen. Sinnvollerweise. Ich meine, ich habe ja nichts da. Ich habe ja noch... Ich habe... Außer die Lucy Wig habe ich halt nichts, ne? Und vor allen Dingen habe ich nur noch genau ein paar Kontaktlinsen. Ich muss dran denken, dass ich gleich noch welche bestelle. Sonst habe ich da wahrscheinlich ein Problem. Auch für nächste Woche. Bam, bam, bam. Habe ich hier zufälligerweise irgendwelche Tickets? Nö, ne? Nö, 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 nö. Komm, dann drücken wir hier mal 6 Stück rein. Also zumindest für Fairy Tail möchte ich mir doch Lucy vornehmen, dann.
Je nachdem, wie weit wir denn dann heute kommen. Denn ich habe zumindest jetzt aktuell serientechnisch den Arc zu Ende gesehen. Zu Ende in Anführungszeichen. Es fehlen noch zwei Folgen, rein technisch oder statistisch gesehen. Aber den Arc, in dem wir uns gerade befinden im Spiel, den habe ich zu Ende gesehen. Und ich hoffe tatsächlich, ich spiele heute nicht wirklich weiter als nötig, damit ich im Prinzip bis, lasst mich kurz überlegen, Mittwoch Zeit habe, noch ein klein wenig aufzuholen. Geht, geht. Ich brauch torische Linsen. Was kosten meine? Ich glaube 28. Geht. Geht. Ich kaufe ja nie spezielle Cosplay-Linsen. Also von daher. Und ich habe ich es hier liegen? Nee, habe ich schon drüben ins Studio gelegt. Und ich habe gestern dann mit Bo zusammen im Müller. Ich brauche die stärksten, die es gibt bei Mr. Specs. Übrigens, Hashtag noch sponsert. Ich brauche die stärksten, die es gibt. Das macht mir persönlich sehr viel Angst. Ja, aufgrund meiner Sehnerventzündung, die ich ja vor 2,5 Jahren oder so hatte, habe ich ja rechts immer noch einen trüben Fleck, den ich ja kompensieren muss, weil meine Sehstärke da momentan halt echt rapide abgenommen hat. Was heißt momentan? Dadurch halt rapide abgenommen hat, dass sich hoffentlich halt jetzt mit der Zeit bessert. Es ist ja in der Besserung. Es dauert halt nur seine Zeit, so wie das halt nur bei so Nervenentzündungen eben ist. Ja, und links bin ich auf 9, also war ich mal auf 9,75. Ich weiß nicht, ob sich das in irgendeiner Form jetzt verschlechtert oder verbessert hat. Aber trotzdem, ich bin da doch ein wenig eingeschränkt. Aber mit den Linsen geht's dann. Aber halt auch, ne? Weil man Kontaktlinsen braucht man ja was war es, glaube ich, eine Stärke weniger, als man eigentlich für die Brille braucht oder so. Irgendwie sowas in die Richtung habe ich in Erinnerung. So. Gucken wir mal, dass wir bei dem Event ein bisschen weitermachen, weil ich bin da, glaube ich, echt hinten dran wie die alte Fasnacht. Aber ja, ich müsste sie unbedingt bestellen. Ich kann ja mal eben nebenbei gucken, ob ich mich einloggen kann. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Also, soweit ich mich erinnere, hatte ich sogar, glaube ich, auch noch einen Gutschein bekommen die Tage. Im Idealfall erinnere ich mich noch an meine Login-Daten, dann ist das alles. Ach, guck mal. Ja, du, pass auf. Lasern ist immer so eine Sache, weil du kannst nur so viel lasern lassen, wie die Hornhaut hergibt. Also, ne? Weil. Dünn, es gibt dann halt dünn, dünner durch. Ich rate also beziehungsweise mir wird mittlerweile schon geraten, vielleicht irgendwann ICL in Erwägung zu ziehen. Weil das A sicherer ist und du im Zweifelsfall die ICL wieder entfernen lassen kannst.
Dazu müsste halt mein Sehverhältnis stabil sein. Ja, ICL sind diese interkularen Blablups. Das sind halt praktisch Linsen, die in dein Auge transplantiert werden. Das heißt transplantiert, eingesetzt werden. Und die praktisch deine Sehschwäche ausgleichen. Es ist praktisch eine Linse, die über, ich glaube über deine Linse, entweder über oder unter deine eigentliche Linse, ich glaube über, über deine eigentliche Linse halt praktisch hineinoperiert wird. Da wird mit dem Laser, das ist ein bisschen unappetitlich jetzt, da wird mit dem Laser halt auch ein kleiner Schnitt gemacht und dann wird das halt praktisch da reingeschoben. Du kriegst halt nichts mit. Du lasern ist nicht unbedingt uneklige. Weil wenn die lasern, dann lasern die ja auch auf und klappen das auf, um da unten drunter zu lasern. Im Endeffekt wird dir halt praktisch eine künstliche Linse über deine eigentliche Augenlinse gelegt. Die Eingriffe werden noch immer routinierter und so. Kannst ja mal gucken. Google mal ICL. Also wirklich, warte. Oder ICL-Operation ist, glaube ich, einfacher, weil ICL wird dir wahrscheinlich nicht. Ah ja, genau. Genau, ICL-Implantate. Ich meine, die Kosten sind verglichen mit einer Laser-OP geringer und du hast halt im Prinzip eigentlich kaum Risiko. Und reversibel halt, ne? Ich meine, wenn ich nicht dieses Sehnervproblem hätte am einen Auge, also diese Entzündung hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich schon überlegt. Also eine ICL kostet, soweit ich weiß, irgendwie pro Auge, glaube ich, so 2500. Und eine Laserbehandlung irgendwie so an die 338 oder so. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt immer noch akkurat ist, weil ich das vor 2 Jahren oder so mal irgendwie eruiert habe oder so. Aber ICL ist halt wirklich ist scheinbar the way to be. Und wenn man sich jetzt überlegt, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt 32. Laserbehandlungen, also Augenlasern und was auch immer, wird ja halt auch immer noch von keiner Krankenkasse bezahlt. Also in seltensten Fällen wird es von der Krankenkasse bezahlt. Also da musst du schon wirklich einen Wert haben, der so zwischen 15 und 20 liegt. Also wirklich eigentlich so gut wie fast blind. Zumindest laut dem, was mir meine Augenärztin mal gesagt hat. Aber ich sag's jetzt mal so. Du investierst ja bei der ICL in etwas, wovon du bis zu deinem, was war es, ich glaube, 60. Lebensjahr was hast. Wenn du dann 60 bist, dann sitzt ja die Alterssehschwäche ein und der ganze Bums da. Und dann, dann hast du eh wahrscheinlich das Problem, dass du das Ding halt wieder rausnehmen lassen musst. Aber du musst dir halt mal prinzipiell überlegen. Ich jetzt zum Beispiel bin 32, hätte 28 Jahre, roundabout davon was. Wo ich mich um keine neue Brille kümmern müsste und, weißt du? Um dann halt einmal in so einem total narkotösen Zustand dann halt mal, ne? Und dann, weißt du? I don't know. Ich weiß es ja nicht. Mich würde halt wirklich mal interessieren, um mal so mit jemandem zu sprechen, der halt, der das halt gemacht hat mal. Entschuldigt, geht gleich weiter.
Ich habe auch mal wieder vergessen, dass ich nebenbei wieder VODs hochlade. Das tut mir also extrem leid. Ich hätte 31 Jahre was. Jetzt musst du das mal überlegen. Rechne das mal hoch. Ja? Ich zum Beispiel muss teilweise fast 300 Euro für eine Brille bezahlen, weil die Gläser halt einfach extrem teuer sind. Und jetzt so... Wenn sich nur minimal was an meinem... Ne? Und die Sache ist ja, dein Visus bleibt ja stabil dadurch. Weil du hast ja grundsätzlich nur eine Visusveränderung, weil dein Auge sich halt versucht, an gewisse Gegebenheiten anzupassen. Also, ich bin kein Arzt und so, aber das ist halt die Erklärung, die mir meine Augenärztin gegeben hat. Weil dein Auge sich immer vehement versucht, an die Gegebenheiten anzupassen, weshalb es halt eben schlechter wird und bla blub. Und vor allen Dingen hast du dann mit den ICL also eine Art UV-Schutz. Das halt praktisch Einflüsse, die auf deine eigentliche Augenlinse einprasseln würden, die werden dadurch halt auch noch gedämpft. I don't know, also... So, dahin. Klar, du kannst alles machen wie vorher. Du kannst alles machen wie vorher nach der Genesungszeit. Es ist halt der Vorteil von diesen implantierbaren Kontaktlinsen, in Anführungszeichen. Ne? Entschuldigt bitte. So. Ich gebe zu, ich hätte am meisten, also ich kann ja grundsätzlich, wenn es ums Thema Krankenhaus, Operation und tralala geht, da bin ich ja normalerweise wirklich extrem vorsichtig, anfällig etc. Und hier geht es dann halt um etwas, was uns ein Leben lang begleitet und das Augenlicht ist etwas, das ist unglaublich wichtig und ich hätte halt Angst, dass bei der Operation vielleicht irgendwas schief gehen könnte, aber im Endeffekt hast du das bei allem. Irgendwann kannst du dir vielleicht auch durch die Kontaktlinsen Bindehautentzündung holen, kannst davon blind werden, ne? Also. Und ich meine, wenn diese Kliniken da so routiniert sind, weißt du, dann... Klar sind sie nicht unfehlbar alle. Aber ich hätte wahrscheinlich wirklich diese Angst davor, dann halt, weil man ja... Man ist zwar total benebelt und alles und bla, aber man ist halt bei Bewusstsein. Ich meine, der Eingriff soll angeblich auch nicht länger als 15 Minuten dauern. Weil die machen halt auf und dann schwupp, schwupp, fertig.
Und dann weiß ich ja zum Beispiel nicht, ob mein Nystagmuster in irgendeiner Form irgendwie mit reinschießt. Also ein Augenzittern. Ich habe so ein leichtes Augenzittern. Aber selbst das kann damit halt auch zum Beispiel korrigiert werden. Und das ist halt. Weiß halt nicht. Es ist halt einfach so eine Sache. Dieses überkommst du jetzt einmal die Angst und rufst dir ins Gedächtnis. Es kann zu 99, irgendwas Prozent gut gehen. Aber du kannst dich halt natürlich auch richtig einscheißen und kannst dir über diese 0,9% Gedanken machen, bei dir, wo es halt schief geht. Und dich halt einfach nicht trauen und vielleicht dein ganzes Leben so weiterleben. Natürlich ist es eine Finanzfrage, ne? Weil offiziell wird das ja als eine Art Schönheitskorrektur geführt. Ich meine, für die Zeiten, wo ich zum Beispiel keine Brille trage, ja, wie das Cosplay und tralala. Da sind die Sachen verschwindend gering, also die Situationen verschwindend gering. Und ja, ich würde auch gern die Zeit erleben, wie es ist, nochmal irgendwie ganz ohne Brille den Alltag zu genießen. Aber da muss man dann halt durch diese Sache durch, die ich gerade, ne? Ich gerade versucht habe zu erklären. Das ist vermutlich nicht leicht. Ich stelle mir halt auch schon länger die Frage, wenn ich das Geld hätte, würde ich mich trauen. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich gebe jetzt momentan ja auch sehr, sehr viel Geld aus, um mit meinem Körper glücklich zu werden. Und damit meine ich halt diese komplette Haarentfernungsgeschichte. Und vielleicht habe ich ich muss gerade mal selber nochmal gucken, wie weit das jetzt eigentlich ist. Ne, weißt du, vielleicht ist in ein paar Monaten auch diese Sehnerv-Geschichte abgeklungen und man kann vielleicht genau das mit der ICL am Schluss korrigieren. Das wäre toll. Das wäre einfach wirklich toll. Da würde ich ja sagen, wenn das meine Option wäre. Weil soweit ich das gelesen habe, ist zum Beispiel eben das Medikament, was ne, nicht periphere. Periphere sind die Nerven außerhalb. Also, das Medikament, was in irgendeiner Form das Nervensystem regenerieren kann, weil wir haben ja die peripheren Nerven, die außerhalb unseres zentralen Nervensystems liegen, also praktisch außerhalb des Gehirns und Rückenmark und tralala. Die regenerieren sich ja kaum bis gar nicht. Und das ist jetzt halt seit Ewigkeiten in klinischen Tests und tralala. Ich rechne also nicht damit, dass ich das irgendwann sehe. Also wäre schon schön, so Alternativen zu wissen, zu kennen. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben eh alle so wenig Zeit auf dieser Erde. Warum sie nicht einfach wirklich leben? Aber ist halt, wie gesagt, immer eine Geldfrage. Wenn ich kann jetzt auch nicht irgendwie mit Geld um mich schmeißen, als wäre ich der König der Welt. Aber wenn es um meine Gesundheit oder sowas geht, da ist es mir halt doch schon echt viel wert. Aber ich hab's halt nicht. Na klar, kannst du natürlich hingehen und sagen, ich will das machen, kann ich mir einen Privatkredit aufnehmen von 5.000 oder sowas. Aber das zielführend ist halt die andere Sache. Aber geht halt um dich, so gesehen. Mir gefällt, dass vielen Leuten, dass mir eine Lucy-Cosplays verschickt wurden. Ja,
Ah ja, das ist meine Ansicht der Dinge. Aber ich würde halt, wie gesagt, wirklich zu sowas wie ICL raten. Und da du, glaube ich, wenn ich das rein rechnerisch jetzt mitbekommen habe, du über 28 bist, sind deine Augen eh komplett ausgewachsen oder bist du im ausgewachsenen Zustand. Also geht das. Sei denn, da hat sich irgendwas geändert. Weil du ja ein Körperwachstum bis 28 hast, angeblich. Und deshalb ist sowas wie Eingriffe, Lasern etc. pp. Immer schwierig vorher. So ganz blicke ich bei dem Event übrigens auch noch nicht durch. Ja, guck mal, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, ob ich, wie es dann halt kommt, wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen Visus und Brust, dann wäre ja wahrscheinlich Brust meine erste Wahl, aber halt aus den gegebenen Gründen, keine Frage. Aber man muss es halt ja auch nicht übertreiben mit so Geschichten. Ach ja, stimmt, ich wollte Kontaktlinsen bestellen. Ich überlege gerade, ob ich mir Monatslinsen bestelle. Mal gucken, was Monatslinsen kosten. Kommt mich aufs Gleiche hinaus. Den anderen habe ich dann halt 30. Hallöchen Hide, ich grüße dich ganz herzlich. Monatslinsen kommen mich kostentechnisch aufs Gleiche raus. Ich habe mehr davon, weil ich sie so gesehen täglich tragen kann. Auf der anderen Seite,
wenn ich mir normale Tageslinsen hole. Dann kann ich sie halt benutzen, wann ich sie brauche. Und wenn ich mir jetzt Monatslinsen hole, dann halten die halt nur, sobald ich sie aufmache, einen Monat. Ich glaube, das ist nicht so intelligent klug. Komm, dann bestelle ich meine eigentlichen nach. Das schafft man, glaube ich, auch ohne. Ja. Ich meine, zumindest bin ich jetzt nicht in der Situation, wo ich das täglich machen kann. Das wird wahrscheinlich eher später dann mal relevant sein. Hey, wir haben den Turm verlassen. Ich meine, ich sitze jetzt hier ja auch relativ spontan Eileen-technisch hier, also. Ich versuche ein wenig im Discord nachzuverfolgen, welche Dinge ich bei der Tokyo Game Show verpasse. Aber bisher scheint es ja nicht so viel zu sein. Wie gesagt, ich steige da noch nicht so ganz durch das neue Event, aber es wäre das jetzt ja mal was ganz Neues, dass ich mal irgendwas verstehe. So, jetzt haben wir uns, glaube ich, wieder in einen Turm getüdelt. Wahrscheinlich gibt es einen Tower und eine Arena. Aber eigentlich mache ich das auch nur wegen den Herzchen. Und ich muss ein bisschen die Uhr im Blick behalten, dass ich
das Studio noch umbauen kann für gleich. Und vielleicht gucken kann, dass ich da was mache für später, damit Hide wieder seinem Drang nachkommen kann, Cosplay-Streams einzutragen. Muss man schauen, gucken tun. Ich muss mich halt immer noch wirklich an Tamaki gewöhnen. Als ob wir verlieren. Ich kann nachempfinden, hast du mir was heute anscheinend zu kalt? Ja, sie hat sich in ihr normales Kostüm geworfen. Nun. Ja, jetzt hänge ich in dem Turm drin. Das ist halt die Sache. Wie gebe ich denen eigentlich dieses Stamina-Refill-Ding? Wahrscheinlich auch über Gifts oder so. Wir können ja mal gucken, was es bewirkt. Scheinbar nicht. Wo muss ich hier denn entsprechend jemand auswählen, der mit im Turm drin ist? Nee, nicht wirklich. Ha. Okay. Dann ist dies wohl so. Holen wir den Kram ab. Vielleicht
Was habe ich denn jetzt? Oh, 300, also 250 fehlen noch. Dann könnten wir vielleicht nochmal einen Pull machen. Ja, damit hätten wir es ja. Ja, komm, gehen wir machen. Auch wenn jetzt ja. Auch wenn ich jetzt ja nicht groß tauschen kann. Ich meine, wer bleibt mir hier noch übrig jetzt? Der Lei Fang, mehr aber auch nicht. Und dann kriegen wir einen Free Gacha, komm. Let's do it. Ne, ist nur normal. Und jetzt ist er free. Bin gespannt. Ja, auch nur normal. Bam, bam, bam. Schade, war aber ein Versuch. Ja, stimmt ja. Damit kann ich jetzt halt die Krüge kaufen, wo ich immer noch nicht wirklich weiß, was mir die bringen. Da sollte ich mal gucken, dass ich mir vielleicht accessoire-technisch hier was zulege. Michi Candle ist wurscht, thank you card ist auch wurscht. Ja, bei den Valkyrie Coins sollte ich mal gucken. Dass ich da jetzt vielleicht noch den... Ach, weißt du was, komm, das machen wir jetzt mal eben. Weil, da kann ich jetzt eh nur noch... Kann ich jetzt eh nur noch einkaufen gehen. Ich kann mir die jetzt alle theoretisch kaufen, für alle Mädchen, die ich habe. Das heißt, in der Theorie könnte ich das jetzt auch Luna geben. Dann hätte Luna da so ein bisschen mehr Angriffsfläche. Guck mal, und hier haben wir dann halt im Prinzip eigentlich nur noch die Wahl zu sagen, hey, wir kaufen noch 15 Truhen. Machen wir jetzt auch einfach. Ich muss dann gucken, dass ich die eingesetzt kriege. So, Oktoberfest Coin. Also ich könnte halt die Props kaufen, aber wofür? Stellt sich dann halt die Frage. Dann nehme ich auf jeden Fall die Episode Coins mit. Ja.
Ist nie schlecht zu haben. Das kann ich ja vergessen, da habe ich ja sowieso nicht genug. Ich habe dann in Kanna-Coins investiert. Wenn nicht alles täuscht. Ah, der andere ist jetzt auch weg, okay. Ne, Outfits muss ich. Festival Outfits. Und dann brauchen wir Tamaki. Ah, sie hat schon einen Hairpin. Ah, guck mal, wenn wir Sunglasses kaufen. Wenn wir bei ihr die Sunglasses kaufen. Mit wem bin ich noch unterwegs? Da haben wir halt schon die Sunglasses, ne? Das ist halt... Und uns fehlen nur noch drei Mädchen. Da können wir ja jetzt noch mal eine Runde versagen, I guess. Wie viel haben wir denn noch? 72. Ja, Wochenende. Ich gönne jedem das Wochenende. Es war irgendwie eine sehr komisch turbulente Woche für jeden, habe ich das Gefühl. Mit da so, so die ein oder anderen Tweets und Nachrichten im Discord gucke. Gönne ich jedem von euch das Wochenende dieses Mal. Wenn ich überlege, ich habe noch ein stressiges Wochenende, jetzt mal die Streams ausgenommen. Ich habe, glaube ich, noch ein stressiges Wochenende. Ich muss noch was für einen Kunden fertig machen für Montag. Und Montag habe ich schon die ersten Online-Schulungen für ein neues Projekt, in dem ich involviert bin. Das wird spannend. Zur Ruhe kommen ist nicht. Also genießt euer Wochenende. Trendbonus, aber steht halt nicht in welcher, in welchem Umfang.
Also es steht halt schon eine Anzahl da, aber nicht, wer jetzt was dazu beiträgt, wie es halt vorher in dem anderen Event war. Ja. Ich bin auch nicht neben der Spur. Heute ist Freitag, oder? Doch, heute ist Freitag. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich an Wochentag gezweifelt. Das sollten wir eigentlich easy schaffen, noch den Turm. I guess. Mit Band-Outfits. Das sollte gut gehen. Ja, da hat es wieder Plus gekriegt. Ich verstehe nie, wann man Plus und wann man Minus kriegt, aber ich nehme das einfach mal so hin. Hol's einfach schon mal direkt ab. So, ich wollte auch tatsächlich nur einen FP-Durchlauf machen. Mal gucken, ob wir da zumindest den Turm noch beenden.
Sonst schaffe ich das bestimmt gleich nicht mit dem Umbau. Ja, ich streame, aber halt auch vermutlich nicht mehr allzu lang. Und ich sehe, du hast mir einen RPG Limit Break Link geschickt. Das wird Gründe haben. Weil ich muss gleich noch Studio umbauen, damit ich hier nach Fairy Tail später streamen kann. Und ich war gestern mit Bo im Müller und habe mir Mario All-Stars geholt. Ich muss das später noch auf der Konsole vermutlich installieren oder so. Und mich eventuell in ein Outfit schmeißen für später dann auf dem Stream. Es wird morgen sehr furchtbar. Ich habe jetzt schon sehr viel Angst und Respekt vor Mario Galaxy, aber... Achso, da sich's ja wahrscheinlich so ergibt, also falls ich meine Verfassung jetzt nicht verschlechtern sollte auf morgen, hänge ich wahrscheinlich auch noch den Sonntag dran. Wir haben einen Alchemie-Marathon. Oh. Oh. Sollte man dann wirklich, glaube ich, im Auge behalten. Dass wir dann praktisch Samstag, Sonntag Galaxy machen, damit ich praktisch so gesehen in Anführungszeichen gleich auf mit Momo bin. Bis da. Momo, darf ich vorher üben oder ist das nicht gestattet? Also zumindest mal so gucken, wie die Steuerung funktioniert. Gast RTA-Marathon. Oh. Oh. Hä, warum hat mir das keiner gesagt? Ich hätte bestimmt was submitted. Kacke. Moment. Ich wollte gerade fragen, haben die eine Schedule oder hast du schon gepostet? Doch darfst du eine Stunde, okay. Ach du Kacke! Atelier Lulua, Atelier Ludisuel. Wer macht denn... Ach ja, interessant. Ging bei mir was vorbei? Atelier Rorona DX. Sekunde, ich muss mal ganz kurz was bei speedrun.com nachgucken. Nein, nicht Speedtest. Loggen. Die Person, die da bei Rorona DX drin steht, die sagt mir gerade gar nichts. Vermutlich ging das mit dem Leaderboard dann an mir vorbei. Ich muss das jetzt mal gerade für mich checken. Sonst werde ich, glaube ich, gerade meines Lebens nicht mehr froh. Ging das an mir vorbei? Ach du Scheiße, ich habe 22 Benachrichtigungen bei speedrun.com. Kiwami, Kiwami, Judgment, Kiwami, 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 Kiwami 2, Kiwami, 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 Ludisuel, Ludisuel,
Oh, 3 days ago, a new run is awaiting verification für Atelier Rorona DX. Astroslop beat the world record in Atelier Rorona DX normal ending. It's now 51:53. Oh. Oh. Freaking hell. I think we can push it sub 50. Wollt ihr mich verarschen? Ey Leute, ich glaube, ich muss das wieder ein bisschen. Ich glaube, ich muss das wieder pick-upen. Das geht ja nicht. Ich kann nicht immer ewig letzter sein bei jedem Scheiß. Das geht doch einfach gar nicht. Ich meine, ich bin gerne auf einem Leaderboard, aber. Oh boy. Das kann doch nicht wahr sein. Fucking hell. Entschuldigung. Wollte jetzt hier nicht fluchen, aber. Dominik, ich sehe dich genau. Ich weiß, man callt keine Leute. Ich sehe dich genau. Hast nichts zu tun. Brennt die Con. Ah, schön. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz beiläufig auf diesem Kanal nach unten scrollt. Alleine dieses Panel mit diesem Speedrun-Kram ist mir einfach meiner Meinung nach viel zu leer. Ich übe gerade. Oh, guck mal hier, der Marathon endet mit Riser. Boah, jetzt bin ich traurig, Mann. Ich hätte gern. Na gut, aber als Vierter wirst du eh nie genommen bei irgendwas. Also als Letzter auf einem Leaderboard wirst du eh bei nichts genommen. Alles klar, Moment, jetzt kann ich auch kurz was nachgucken. Momo, können wir uns kurz zusammenrappeln und einfach. Wir lassen alles stehen und liegen und machen einfach Event Commentary. Kappa. Restream. Kappa. Weißt du? Ohne Scheiß, da wird dann halt echt extrem, das ist verschenkt, dass man Tage in Restream hat, das ist richtig verschenkt. Pink Pajamas ist auch dabei, er macht Meruru. Hätte man meine PMs lesen können, weißt du? Das ist richtig verschenkt, wirklich. Das ist jetzt eine Aussage, die treffe ich jetzt, ja? Also, ein Restream davon ist sicherlich spannender als Digikomi und Germany of the Dokumi zusammen. Behaupte ich jetzt. Als Stream. Wir nehmen uns die VODs und machen ein Relive davon, Kappa. Ich frage an. Kann ja wahr sein. Weißt du? Und dann. Sekunde, ich. Passiert auf dem Channel vom RPG Limit Break, ja? Ja. Gast Speedrun. Of RPG Limit Break. If you ever wanted to see your favorite Atelier Gast Game
Now's the chance. Ich nutze jetzt einfach mal meine Reichweite. Real-time Alchemy. Nein! Ah, ich sollte vielleicht... Hashtag Atelier Series, Hashtag KT Family Speedrun. Ich hab doch bestimmt noch irgendein Atelier-GIF. Sekunde mal eben. Entschuldigt, dass ich euch gerade auf dem Stream rumeideln lasse. Aber ich finde, das ist erwähnungswürdig. Dann nehmen wir doch einfach das von Esker. Warum ist Fairy Tail als Speedrun-Marathon nicht dabei? Du kannst auch indirekt Alchemie betreiben und es ist von Gast. Kappa. Ich bin jetzt mal einfach so und mach das hier so. Real-time Alchemy. Ist halt auch einfach so. Das ist auch ein Name, den lese ich so oft bei Atelier Runs. Holy
Holy cow. Zwei Stunden 48, 39. I just want it. Ich bin verunsichert. So, ich follow mal diesem Speedrun-Leaderboard und guck mir das mal an. Abwarten. Okay. Okay. Dankeschön, Edi, für den Resub. Dankeschön, dankeschön. Okay, ich denke mal, das Abwarten ist eine Antwort auf meine Frage. Ich nehme das einfach mal so hin. Vielen Dank. Welche Frage? Ich hab erstmal gesagt, ich sehe dich, auch wenn man keine Lurker callt, und brennt die Con schon. Da habe ich das Abwarten jetzt einfach mal als Antwort auf meine Frage. Ne? Tituliert. Kirby. Scheiße, Mann. Weißt du, ist ja einfach ein Gastmarathon. The heck? Ewigkeiten warte ich auf sowas. Aber das RNG in Rorona stinkt so sehr, Mann. Ich sollte mir den Run von dem mal angucken. Vielleicht ist das Thema durch. Oh, klingt wie nach meinem Knie. Gut, dass wir uns einen Stress mit den Visitenkarten gemacht haben. Das ist voll viel Geld, Mann! Komm erstmal wieder auf die Beine. Ja, furchtbar. Oh boy. Naja, mich hat's auch nicht gerade unbedingt gut erwischt. Ich habe wohl irgendwie einen sehr minimalen Riss in meinem Meniskus oder so. Wodurch sich eine leichte Fehlstellung oder irgendwie sowas ergeben hat und so. Und keine Ahnung. Es ist wohl nicht so gravierend, dass man irgendwie operieren müsste oder so. Aber es klingt halt nicht geil. Oh, ich habe nicht mehr genug Sprit, um das jetzt fertig zu machen. Oh, beautiful sunset. Bis dahin habe ich neue gemacht. Das war ja nur ein Schnellschuss, weil es ja nicht vorwärts ging. Ich war zu viel zu tun hat, also habe ich das alte Design genommen. Wollte ja unbedingt was Neues machen. So, wie viel Uhr haben wir denn? Moment. Ich sollte gucken, dass ich das Studio umgebaut kriege. Moment, von wem kriege ich denn jetzt brandheiße Infos, ob die Scheiße brennt oder nicht? Und warum machen wir jetzt nicht sofort einen Restream von dem Gastmarathon? Diese und weitere Fragen nach der Maus.
Weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Wie werden eigentlich die Abstände beim Cosplay-Ball eingehalten? Frage von Freund. Eigentlich kann man ja nur jedem, der halt wirklich zur Dokumi geht, aktuell nur viel Glück wünschen. Also der Dokumi Cosplay Ball hat vor 5 Minuten getwittert, unsere Vorbereitungen sind im vollen Gange. Hoffentlich geht es euch allen so gut wie uns. Vielleicht brennt es ja doch noch. Aber Isel geht jetzt hin, ne? Oder sehe ich das falsch? Isel geht hin. Oh, beautiful sunset. Stell dir mal vor, du musst mit 1,5 Meter Abstand tanzen. So Walzer oder so. Das muss furchtbar. Mich würde immer noch interessieren, wie die Maßnahmen überhaupt durchsetzen. Das sind doch nicht genug Helfer da, oder ist da jetzt, oder mussten da jetzt extra für Sicherheitsfirmen und alles kommen? Das ist etwas, was ich bisher nicht verstehe, aber not that I mind, aber die Security wurde von der Messe verdreifacht. Halleluja, Peter. Ohe, ohe. Ja gut, bei so wenig Helfer macht es wahrscheinlich Sinn, das zu tun. Aber ich bin gespannt. Ich halte auf jeden Fall die Hashtags im Auge, weil es mich dann durchaus doch interessiert. Ich lese gerade so nebenbei. Interessant. Ja, geil. Kann ja dann trotzdem brennen. Ist ja sowieso schon so ein Krisenherd Nordrhein-Westfalen. Lese gerade so nebenbei. Gut, aber als Veranstalter hilfst du halt mit, ne? Sinnvollerweise.
Oh, was mich jetzt auch interessiert. Wo wir gerade nicht drüber reden. Ich muss gerade kurz was nachgucken. Ja, sollen sie mal machen, ne? By the way, auch lustig, dass du halt nirgends mehr irgendwie German Stokomi liest. Ist das jetzt gerade mal so irgendwie, ne? Dafür, dass es ja doch noch im Stream passieren soll, liest da halt nichts, ne? Finde ich auch lustig. Hat der da gemeint, though? Gehe ich schwer von aus. Ich lese nur gerade die Zusammenfassung. Finde ich aber auch geil. Challenge wird dieses Wochenende wieder auf der Dokumi vertreten sein. Weiß leider nicht genau wo. Einfach mal gucken. Keine Ahnung, wegen Hygienemaßnahmen. Runs werden aufgenommen und irgendwann ausgestrahlt. Nice. Ich auch nicht, bevor du fragst, Panda. So. Mach das mal zu. So, ja, es bringt jetzt ja nichts, theoretisch noch zu warten, ob ich nochmal ein Match spielen kann. Für 8 kriege ich nichts. Für 8 kriege ich nichts. Dann mache ich doch Folgendes jetzt. Schwupp. Bam. Und dann gehen wir ganz kurz in den Fullscreen. Bitte nicht gucken. Nein, das sieht furchtbar aus. Ich muss mich gleich noch um Hübschheit kümmern. Jo. Jetzt wäre es halt natürlich schön, wenn KT sich darum kümmert. Das wäre furchtbarigst toll. Naja. Merke ich mir mal. So, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ich muss mich jetzt ein klein wenig darum kümmern, dass da drüben das Studio hübsch gemacht wird, damit wir gleich zusammen Fairy Tail spielen können. Und eventuell, potenziell vielleicht, mache ich mich dann doch noch ein wenig hübscher, damit wir Fairy Tail in einer anderen Form spielen können. Ich weiß noch nicht. Ich stehe wahrscheinlich gleich vorm Spiegel, finde es nicht gut und dann sitzt doch Chris da. Aber wahrscheinlich ist das der Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten sehe ich euch doch hoffentlich um 18 Uhr. Ich spiele euch jetzt mal eben noch so einen ganz gemütlichen Song und dann schicke ich euch wohl zum RPG Limit Break rüber, bis es dann um 18 Uhr hier, nicht hier, sondern da drüben, dann bei der Crew losgeht mit dem hier Dings, Abendsgedönse, bla, endlich Wochenende Freitag, ihr wisst schon. Ach Gott, das wird so furchtbar, wenn ich dann schon dran denke an Galaxy. Ah. Na, ein Song und dann schicke ich euch zum RPG Limit Break. War mir eine Freude, dass wir kurz hier Dinge getätet haben. Und ja, wir sehen uns später, ne? Habt euch wohl.